Erinnert sich eigentlich noch jemand an Beware? Na, ihr wisst schon, dieses Horrorgame, in dem man dann mit seinem aufgetunten Trabi durch die Wallerei eiert, nur um dann irgendwelche alten Damen vom Wegesrand aufzusammeln. Jedenfalls ist das hier quasi die Öko-Version, ausgestattet mit dem kleinen Gütesiegel der Grünen. Und wir haben uns in diesem Game nun dazu entschlossen, nochmal ein paar Burger und Fritten quer reinzusemmeln, nur um dann mit dem Fahrrad ganz entspannt Richtung Feierabend zu fahren. Und wenn ich Feierabend in einem Horrorgame sage, dann wisst ihr ganz genau, was ich damit meine. Naja, war auf jeden Fall eine mega Idee gewesen, ein Restaurant mitten in der Walachei zu eröffnen, wo sich dann vielleicht gerade mal ein Kunde am Tag hintraut. So, ich würde aber sagen, wir machen uns mal eben ganz kurz aus dem Weg. Oh mein Gott, Alter, das lässt sich ja fast steuern, als wäre ich irgendwie am Samstagabend wieder besoffen vom Dorffest zurück. Auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zu Burger and Fries. Ich glaube, das Game wird ziemlich cool. Also zumindest ist die Idee mal ganz was Neues und könnte vielleicht auch mit ein paar coolen Sachen daherkommen, möchte ich mal sagen. Aber wir folgen jetzt erstmal weiter in der Straße. Ja, Straßenlaterne für Straßenlaterne folgen wir hier den Lichtern in der Ferne hinterher. Mit den Sternen am Himmel. Und wie Sand am Himmel. Oh, guck mal, da fährt sogar jemand. Schön Schritttempo, du! Hier ist 30! Oh gut, da fällt mir gerade ein, jetzt bin ich in dieser beschissenen Situation, dass ich jetzt dieser Kack-Fahrradfahrer bin, der sich auf der Straße befindet, über den sich alle Autofahrer immer aufregen. Das sieht irgendwie nicht so gut aus, möchte ich mal meinen. Vielleicht sollte ich das Fahrrad hier mal von der Straße runter. Wobei, boah, so ein kleiner Zeitungsartikel am Morgen wäre doch eigentlich ganz interessant, in dem wieder irgendetwas von irgendwelchen Unfällen drin steht, oder? what? Was war das gerade gewesen? Ich glaube, das wird ziemlich... Kann mal jemand den Kontrast wieder runterdrehen? Was? Warte mal, what? Was passiert hier gerade? Oh, ich glaube, das wird richtig geil. Ich werde mich vielleicht heute auch mal mit dem Schneiden so ein bisschen zurückhalten, weil ich die Atmosphäre vielleicht mal hier so ein bisschen einfangen will, aber ich glaube, das wird ziemlich nice hier. Tunnel, okay, irgendein Hotel, irgendein Schlafplatz als nächstes. Übrigens, da hinten ist schon Siren Head, ne? Der wartet schon auf uns. Die Vogelscheuche war eben noch nicht da gewesen, oder? Das ist cool. Ich feier das gerade, Alter. Das fängt jetzt... Du hast instant so Paranoia, weißt du? Du denkst dir so, war das eben schon da gewesen, so? Da ist wieder der Autofahrer. Hey, ich hab das im Blick mit deinen 30 km/h, Freundchen, du. Nummernschild ist aufgeschrieben. Guck mal, hier ist schon wieder das Fahrrad. Das Blut war beim letzten Mal allerdings nicht da gewesen. Ich meine natürlich die Tomatensauce. Da ist sie wieder. Ich will da nicht hin. So verschwindet sie in der Dunkelheit. Oh, Alter, das ist creepy. Hier ist wieder der Bahnübergang. Dort haben wir sie auch beim ersten Mal gesehen. Aber die schien ja einfach nur einen Autounfall oder so gehabt zu haben. Ist das richtig, dass wir die ganze Zeit immer wieder neu anfangen? Wir sollten nach Hause, es ist late. Ich sollte zusehen, dass wir nach Hause kommen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube so den ein oder andere Promille haben wir hier auf jeden Fall drin. Das Spiel ist übel funny irgendwie. Und gruselig, das möchte ich nochmal ganz kurz sehr stark betonen, du. So, das Schild ist noch dasselbe. Ich schaue die ganze Zeit halt, was anders sein könnte. Ey, da steht hier irgendwo jemand am Straßenrand oder so. Ey, warte mal, die Vogelscheuche. Die ist noch da. Okay, ich glaube, die war auch schon beim ersten Mal da gewesen. Ich glaube, ich habe dann einfach nur so ein bisschen Paranoia oder so. Weil diese dunklen Stellen hier zwischen den Straßenlaternen, die sind echt schlimm. Wenn da uns gleich irgendetwas entgegenspringt, ne, dann ist echt Ende. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr auf Hitradio-Antenne. Oh, hätte ich doch mal ein Bluetooth-Radio. Hört überhaupt noch jemand Radio? Ganz ehrlich, will doch keiner. Meine Güte, das ist aber auch eine Sauerei. Kannst du das nicht wenigstens mal auf... Jetzt reicht's mir langsam. Ich hole mir die alte jetzt, du. Dass das einen Unfall geben könnte, du. Da können sich Leute verletzen. Das geht doch nicht. Oh. Ist das zufällig der Infinity Train? Darf ich mal kurz mit aufspringen? Hi! Haben Sie da diesen Saustall verursacht? Würden Sie das bitte mal... Oder würden Sie mal bitte ein bisschen Abstand halten? Ich finde das gerade nicht so... Oh Gott, wir können ja auch nicht weg, ne? Wir können ja auch nicht weg, der Zug ist da. Also das mit dem Schminken müssen wir aber nochmal üben. Mädel. What? Alter.
Oh, was ist hier los? Ich muss ganz schnell los. Oh mein Gott. Oh nein. Oh komm. Die haben jetzt hier nicht Jumpscare.mp3 reingepackt, oder? Was soll denn dieser komische Instagram-Filter jetzt? Oh nein, sag nicht, der Slenderman kommt jetzt um die Ecke. Ich habe hier gerade schon wieder irgendwelche TV-Noises gehabt. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ausweichen, ne? Kann das sein? Ich will nicht auf die Fresse fallen. Alter, wie geil ist das denn? Oh, wow, 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 wow. Alter. Oh, ist das nice. Ist das geil gemacht, das Game. The Thing auf jeden Fall am Start hier, ey. Oh, nee. Ah, Gott. Okay, warte, ich krieg das hin. Komm schon. Nein, 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 nein. Lass das mal schön bleiben, du. Das ist hier so ein bisschen wie Subway-Surfer, du. Nur ohne Subway und ohne Surfer. Und stattdessen mit mir. Also willst eigentlich keine Sau sehen. Die müssen mal ein bisschen aufpassen, dass der ganze Scheiß hier nicht auf den Straßen rumliegt. Haben wir es geschafft? Nächste Runde, Leute. Und es wird jedes Mal schlimmer. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Warte mal. Unser Fahrrad ist rot, ne? Wir haben ein rotes T-Shirt an, blaue Hose. Nee, das kann ja nicht sein. Ich muss mal kurz was überprüfen. Wo ist das Fahrrad? Okay, warte, da ist der. Kollege, geht's Ihnen gut? Ah! Oh mein Gott, Alter. Lasst mich in Ruhe, ey. Oh, jetzt infarkt, ey. Jedenfalls, was ich gerade noch sagen wollte. Ich würde ganz gerne mal echt überprüfen, wie das Fahrrad aussieht, was da immer rumlag. Das Fahrrad ist nicht mehr da. Nur die Tomatensoße. Sind wir... Ja, ein kleines Streetrennen oder was? Hä? Ja, komm her, Alter. Ich hol dich ein, Junge. Ich hab ein E-Bike. Alter, es ist irgendwie so ein bisschen cringy, aber irgendwie auch mega geil gemacht. Boah, Alter. Was ist das da? Was ist da? Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden hier angeguckt, Leute. Ich glaube, wir werden hier belagert, du. Würdet ihr... Ja, können Sie mal warten? Oh mein Gott, Alter. Cars, die wahre Geschichte. Ich glaube, jetzt muss ich aber mal ganz schnell los, liebe Freunde. Ich glaube, mein Burger wird sonst gleich kalt, du. Well, okay. Oh nee, oh nein, oh nein. Jetzt natürlich wieder eine Baustelle. Ist wieder typisch Deutschland. Oh, wow, oh, wow, 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 Alter. Eventuell dezente Schlaglöcher. So, euer Straßennetz könnte ja auch mal wieder dezent ausgebaut werden. Kann man doch nicht fahren. So. Oh ja, ja, klar, klar. Na, ja, klar, natürlich, natürlich, natürlich. Hm, auf jeden Fall. Haben wir es geschafft? Ist er noch hinter uns? Ist er nicht mehr? Okay, gut. Und wir haben es wieder mal geschafft. Es geht ein weiteres Mal wieder los. Es ist so ein bisschen wie PT, ne? Aber irgendwie neu, frisch und cool. Ah, hier, guck mal, die Street Racer wieder, hä? Ja, ich hol dich gleich ein, du. Pass mal auf. Vor allen Dingen, die hat ja nicht mal Licht an. Ist sie denn geisteskrank? Stell mal vor, hier kommt ein Auto, du. Darum ist sie hier auch verunglückt. Gar kein Wunder. Liebe Freunde, fahrt bitte immer mit Licht, ja? Muss ja natürlich auch wieder ein bisschen meinen pädagogischen Mehrwert einfließen lassen, sonst drehen die Eltern hier wieder durch. Sag mal, ist das hier gerade zufällig eine Autobahnauffahrt oder wo bin ich hier gerade gelandet? Hamburger Elbtunnel, Alter. Sollte man immer unbedingt mit dem Fahrrad durcheiern. Achtung, Fahrräder. Ey! Mal ein bisschen ruhig hier, ne? Diese Rentner immer auf ihren E-Bikes, Alter. Fahren hier mit 160 durch den Tunnel durch. What? Kann ich ihn eventuell... Ich glaub, Okay, nee, sorry, Leute, selbst da fällt mir kein Witz zu ein. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich sollte mal... Mann, warum habe ich denn kein E-Bike? Oh, nö. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Oh mein, was ist denn hier los? Rentnerclub wieder. Alter. Leute, bitte mal bitte... Hallo, ich muss hier mal bitte durch. Dankeschön, einmal... Ach ja, ich kann ja auch klingeln, stimmt ja. Sorry, ich muss hier lang. Alter, der schneidet mir den Weg ab, hör auf. Fahrradtour der Rentner wieder am Start. Aua. Ich habe hier eine wichtige Mission, die ich erfüllen muss. Oh Gott, habe ich es geschafft? Oh, da kommt er nicht durch, da kommt er nicht durch. Ne, das ist zu eng, ne? Darf ich hier bitte rein? Dankeschön. Was mache ich denn hier, Alter? Was ist das für ein komischer Nachhauseweg, du? Oh, ja klar. Durch die Einbahnstraße oder was? Hätte ich das irgendwie ändern können? Warte, das ist... anders. What?
Alter, was ist hier los, Leute? Es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Was? Okay, ist das hier die neue Elbbrücke oder was darf ich mir jetzt hier drunter vorstellen? So, den Berg hoch, komm schon, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, ist der Notausgang. Oh ja, sehr gute Idee, sehr gute Idee dieses Mal vielleicht mit dem Autofahren, liebe Freunde. Und so schließt sich auf jeden Fall der Kreis. Oh, wir waren der Autofahrer. Oh, das ist nice, Alter, wie cool ist das denn? Okay, Leute, an dieser Stelle könnt ihr euch hier aber nochmal in der Playlist sämtliche New Horror Games anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao! Euer Tobi Toast.